Das ist Bob. Bob hält sich für einen richtigen Baumeister und hat total Lust auf Super Mario Maker 2. Und er hat auch Lust, Super Mario Maker 2 mit anderen zusammen zu spielen. Jetzt ist aber vermutlich so, dass Nintendo keine Möglichkeit gibt, den Mode für, um zusammenzuspielen, mit Freunden gezielt zusammenzuspielen, sondern nur mit irgendwelchen Leuten aus dem Internet. Und ja, Bob hat aber auch nicht nur Lust, mit anderen zusammenzuspielen, sondern auch Level von anderen zu spielen. Jetzt hat sich Bob etwas überlegt, um mit anderen gemeinsam eine schöne Super Mario Maker 2 Erfahrung zu haben. Und zwar hat sich Bob überlegt, wie wäre es, wenn sich verschiedene Streamer und oder YouTuber für ein Projekt zusammenfinden würden. Es könnten dann gerne auch kleinere sein, die in derselben Situation wie Bob sind, dass sie nicht darauf bauen können, viele Level von der Community zu bekommen. Und dementsprechend hat sich Bob überlegt, wie wäre es sich eben, wenn sich mehrere YouTuber und oder Streamer zusammenfinden und sich quasi gegenseitig Challenges in Form von Leveln bauen. Das kann dann eben quasi also so sein, dass man reihum jeweils dran ist, ein Level zu bauen. So die Grundidee. Wenn man jetzt zum Beispiel von diesen 5 Leuten ausgehen würde, dann würde das zum Beispiel heißen, wenn man das Projekt jetzt wöchentlich machen würde, dass wöchentlich eine Folge davon kommt, dass Bob alle 5 Wochen nur dran ist, ein neues Level zu bauen und dann eben einen von den anderen challengen kann. Das würde also quasi heißen, er wäre in der ersten Woche sehr dran, in der 6. Woche, in der 11. und so weiter und so fort. Die Überlegung davon ist eben quasi, dass nicht jeder immer so viel Zeit hat, ein Level zu bauen. Und ja, spielen geht natürlich deutlich schneller von so einem Level, aber so könnte man eben auch Leuten, die nicht so viel Zeit haben, quasi entsprechend Zeit geben. Und wenn sich ein paar mehr noch zusammenfinden, also zum Beispiel 8, dann wäre es ja so, da ist sogar nur jede 8. Woche, also jeden 2. Monat. Falls sich nicht so viele Leute zusammenfinden sollten, kann man immer noch sagen, okay, wir gehen halt auf alle 2 Wochen kommt eine Folge oder so. Und dann würde sich das auch wieder so ein bisschen entschlacken. Das ist so die Grundidee, von diesem in Reihenfolge ist man dran, ein Level zu erstellen. Und also das ist wirklich nur die ganz, ganz grobe Grundidee. Was die Art der Challenges angeht, müsste man sich halt vielleicht dann noch eine kleine Bestrafung überlegen, von wegen versucht dieses Kaizo-Level innerhalb von 5 Minuten da möglichst weit zu kommen oder innerhalb von 10 Minuten oder wie auch immer. Aber wie gesagt, das ist alles nur eine grobe Grundidee. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch gerne noch auf dem Discord-Server, den ich in der Beschreibung verlinken werde, mit einbringen. Und über die Grundidee diskutieren und noch eventuell auch Ideen einbringen und so weiter und so fort. Würde mich sehr freuen. Und ja, wie gesagt, das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, deswegen gerne drüber diskutieren und dann schauen wir mal, ob wir da ein cooles Projekt draus machen können. Würde mich sehr freuen. Und ich halte jetzt meine Klappe. Ciao, ciao.